Die Wähler rufen uns zu, macht endlich eine andere Politik. Brandenburg hat gewählt und die Erpressung von Dietmar Woidke ist anscheinend aufgegangen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Dietmar Woidke hat alles auf eine Karte gesetzt. Er ist sozusagen all in gegangen, indem er gesagt hat, wenn er nicht die Nummer 1 bei dieser Wahl wird, dann steht er auch für eine künftige Regierungsbildung mit nur der zweitstärksten Kraft nicht zur Verfügung. Ob es jetzt heute Abend dabei bleibt, dass die SPD laut den Hochrechnungen hier die stärkste Kraft ist, wollen wir mal schauen. Bei dem aktuellen Auszählungsstand während Aufnahme dieses Videos, kurz nach 7 Uhr, ist die AfD bei den Erststimmen noch bei 39%, die SPD nur bei 32%. Und bei den Zweitstimmen steht es 36 für die AfD und 29 für die SPD. Das sind aber wohlgemerkt die ganzen Stimmen aus den Wahllokalen und die vielen Briefwahlstimmen, wie zum Beispiel die von Olaf Scholz für die SPD, für Dietmar Woidke. Die wird erst später hinzukommen, denn Olaf Scholz, er ist abgehauen nach New York. Das Wahlergebnis, es lässt wie immer Raum für Interpretationen. Man könnte vorwerfen, die AfD hat nur einen geringen Zuwachs von knappen 5% nach der Hochrechnung erreicht. Dennoch darf man nicht vergessen, dass immer noch 12% beim BSW liegen. Die Wähler hätten sich ja sonst auch für eine der anderen Parteien entschieden, wenn es das BSW nicht geschafft hätte zur Wahl in Brandenburg, weder mit der Anmeldung noch mit der Parteigründung. Deswegen, das Ergebnis für die AfD, das ist wirklich passabel, das ist ganz gut. Von den Wahlkreisen sind aktuell wahrscheinlich 34 Direktmandate gewonnen. Das sind sogar dann ein paar mehr als über die Zweitstimmen. Dann gibt es ein paar Ausgleichsmandate. Solange die AfD nicht alle Wahlkreise gewinnt, ist das hier auch kein Problem. Da gibt es besondere mathematische Verfahren, dass die Anzahl der Ausgleichsmandate zum Beispiel in Brandenburg dann bei 110 Mitgliedern des Landtages gedeckelt ist. Die Regelgröße sind 88, also hat man hier nur 22 Mandate Luft nach oben. Jetzt gibt es hier gerade im Video mal wieder eine Aktualisierung in den Karten, allerdings nur eine minimale Veränderung. Ich bin gespannt, ob es jetzt am Ende wirklich eine Mobilisierung von Nichtwählern gegeben hat für Herrn Woidke oder für die AfD oder wie sich das Ganze am Ende verhält. Auf jeden Fall kann man sagen, die Erpressung, wie eine sagen würden, die anderen sagen, Politiker, die endlich mal wieder Wort ausgeben und am Ende auch zu ihrem Wort stehen. Die Leute wollen klare Ansagen und die Ansage war, wenn Woidke nicht Nummer 1 wird, dann geht er. Die Leute wollen aber Woidke anscheinend behalten, ist ja sonst auch keiner da in Brandenburg. Dann haben sie jetzt hier sogar der Union fast 5% noch abgeluchst, um dieses Ergebnis irgendwie hier hinzubekommen. Regieren wird wahrlich schwer dann am Ende. Es würde gerade so reichen dann für Schwarz, Rot, eventuell mit Grün oder ohne Grün. Wenn die Grünen ein Direktmandat bekommen, ziehen sie auch unterhalb der 5%-Hürde ein. Das ist die Grundmandatsklausel in Brandenburg. Das ist nur ein Mandat. Auf Bundestagsebene sieht das ja etwas anders aus. Dietmar Woidke hat hier gewonnen und das wird jetzt bei der SPD nicht unbedingt dafür sorgen, dass sie jetzt über Neuwahlen diskutieren. Für keine der Parteien ist das hier im Moment relevant. Und zum aktuellen Stand hat die FDP hier 0,65% der Zweitstimmen. Also sie schaffen noch nicht mal 1% nach den aktuell ausgezählten Stimmen. Das sind in kompletten Stimmen 2.798. Zum Vergleich, die AfD hat schon 106.000 aktuell. Die Zahlen, sie werden natürlich noch steigen. Das Szenario, was es jetzt allerdings zu beachten gilt für die SPD, ist, dass eine personengebundene Wahl, wie sie hier auf Herrn Woidke zugespitzt worden ist, ja für Olaf Scholz quasi undenkbar ist, weil ihn keiner haben will. Es würde nur gehen mit Boris Pistorius. Und ich glaube, egal wie das Ergebnis heute für die SPD ausgegangen ist oder noch sein wird, nach dem aktuellen Endergebnis, also dann mit dem Endergebnis, was noch folgt, es wird für Olaf Scholz nur schwierig sein, sich hinzustellen und zu sagen, das ist ein großer Wahlsieg, denn er wurde aus dem Wahlkampf verbannt, durfte nur einen einzigen Termin jetzt wahrnehmen, vor 2 Tagen war das, ansonsten wollte ihn niemand sehen. Woidke hat ausschließlich Plakate von sich aufhängen lassen in ganz Brandenburg, sonst ist nichts passiert. Das Ganze könnten sie mit Olaf Scholz machen und könnten die Plakate gleich
von der Druckerei auf die Müllhalde fahren. Es hätte wahrscheinlich mehr Effekt, als wenn man sie dann noch in den Straßen verteilt. Niemand will Olaf Scholz haben und nach diesem Wahlergebnis wird das Stühlerücken und das Geschiebe in der SPD durchaus größer werden, denn man muss auf das Pferd setzen, was rennt, wie so manche sagen würden. Und bei der SPD würde das Kriegspferd des Pistorius rennen. Ob er es am Ende machen will, schwierige Frage. Wenn es um den Machterhalt einer ganzen Partei geht, dann wird auch mal ein Genosse dafür über die Planke geschickt, ob es Pistorius am Ende sein wird. Wirklich spannend jetzt nach dem Ergebnis und ob die SPD jetzt hier noch vorne bleiben wird oder ob sich das Ganze am Ende doch noch dreht. Das ist ebenfalls spannend und dann ist es spannend, wie Woidke dann reagiert. Er hat jetzt in den ersten Worten nach 18 Uhr wirklich vorsichtig reagiert und mal schauen, wenn am Ende die AfD doch 1-2% davor landet, auszuschließen ist es nicht. Und dann will ich mal sehen, wie er reagiert, ob er dann wirklich sein Köfferchen packt und quasi wie angekündigt dann von dannen zieht. Dann liegt Brandenburg da in einem Scherbenhaufen und die Nummer 2 aus Brandenburg von der SPD müsste dann weitermachen, um das wieder zusammenzuflicken. Denn mit der AfD wird keiner hier reden wollen. Das ist auch wieder der größte Fehler bei dieser Wahl. Man versucht die AfD nicht mal hervorzulocken, indem man sagt, man sondiert wenigstens, um mal zu wissen, welche Forderungen der AfD am Ende dann die sind, die sie in Koalitionsverhandlungen tragen. Denn ihr wisst das, es ist am Ende ein türkischer Basar, auf dem Parteiprogramme dann abgehandelt werden und jeder darf was ziehen. Und meistens ist es so, dass die radikalen Forderungen außen vor bleiben. Vermögenssteuer von der SPD zum Beispiel, Steuersenkungen für Reiche von der FDP in der Ampel oder von den Grünen, Steuererhöhungen für alle wegen dem Klima. Dieser Dreiklang quasi, diese Extremforderungen sind alle rausgezogen worden und man hat sich dann auf diese Kompromisse geeinigt, die sie Koalitionsvertrag nennen, die wieder viele Wähler enttäuscht. Wenn aber die AfD vor diese Aufgabe gestellt werden würde, was niemand vorhat, dann würde erstmal das Diskutieren und auch das Streiten in der AfD losgehen und dann wäre es spannend, welche Positionen sich durchsetzen. Die Positionen, die für die Beobachtung vom Verfassungsschutz sorgen oder doch die Positionen, wo man wirklich mit normalem, gesundem Menschenverstand sagen kann, hatten wir in der Vergangenheit so, war jahrelang CDU-Programm, selbstverständlich können wir das 1:1 umsetzen. Das würde die AfD in Bewegung setzen. So, wenn sie jetzt nichts machen und Woidke kriegt es jetzt hier am Ende irgendwie zusammengezimmert, dann kann die AfD eine ganz ruhige Kugel schieben bis zur nächsten Bundestagswahl. Hamburg ist relativ irrelevant nächstes Jahr im Frühjahr, wenn der Stadtstaat dort wählt, dort hat die AfD dann sowieso nichts zu melden. Aber den Opferstatus, dass niemand mit ihnen spricht, den können sie jetzt hier aufrechterhalten, mitnehmen, wachsen weiter und dann werden sie sich bei der Bundestagswahl die anderen Parteien die Klatsche abholen müssen, wenn dann auch im Westen mit 20% die AfD gewählt werden würde. Sie haben es selbst in der Hand, jetzt dagegen etwas zu machen, aber auch in Thüringen und in Sachsen lassen sie die Chance liegen. Sie versuchen es nicht mal herauszufinden, was wäre denn wichtig von dem, was im Parteiprogramm der AfD steht, wenn man sie darum bittet, mal Farbe zu bekennen. Und genau damit rechnet auch niemand in der AfD und deswegen können sie den Sieg jetzt heute nach Hause fahren. Die anderen Parteien werden dafür dann in Zukunft die Klatsche bekommen, weil sie einfach nicht verstanden haben, dass diese Brandmauer-Diskussion, das ist schon lange obsolet und überfällig. Die Leute haben mit 45% BSW und AfD gewählt in Brandenburg, also wie sie sagen, die Ränder, da sind sich ja AfD und BSW sogar einig, dass es die Ränder sind am politischen Spektrum. Und lauter könnte der Hilfeschrei der Wähler nicht sein nach einer anderen Politik. Der Einzige, der das gesagt hat, war der CDU-Chef aus Brandenburg. Die Wähler rufen uns zu, macht endlich eine andere Politik. Hört auf mit diesen Floskeln, hört auf mit diesen Phrasen. Wir werden euch an Taten messen. Das ist die Verantwortung. Und das ist an diesem Abend der Befund, mit dem sich jeder, der in diesem Land Verantwortung trägt, ob im Bund oder in den Ländern konfrontiert, sieht. Der sollte mal von den Berlinern nach vorne geholt werden. Der hat anscheinend verstanden, wie der Wind weht in Brandenburg. Und wir können jetzt nur noch gespannt den Abend genießen, ob es Woidke jetzt hier halten wird oder ob er anfängt zu zappeln wie ein Zitteraal, wie ein halbtoter Fisch, wenn er jetzt doch noch unten drunter rutscht und
es immer mehr ausgezählte Stimmen gibt. Damit bin ich gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und damit ciao, bis bald.